Wir Menschen sind schon in einigen Aspekten ziemlich unterschiedlich. Was dem einen Freude macht, lässt die andere schreiend wegrennen und andersherum. So ist es auch mit Tieren in der Stadt. Vögel. Es gibt Menschen, die füttern diese Vögel, freuen sich darüber. Andere freuen sich über die Vögel und füttern sie deswegen nicht, weil sie nicht gut tut. Ja, wie auch immer. Nur es gibt Menschen, die eine derartig übersteigerte Angst vor gefiederten Tieren wie Vögeln haben, dass sie unter einer Ornithophobie leiden. Und die ist eben nicht wirklich lustig. Das Überraschende für viele Menschen ist, dass Ornithophobie gerade in Städten besonders einschränkend ist. Das Leben in der Stadt kann für Menschen mit Ornithophobie sehr belastend sein. Einfach deshalb, weil die Vögel in städtischen Umgebungen allgegenwärtig sind. Menschen mit Ornithophobie können eine ständige Angst vor der Begegnung mit Vögeln erleben, was zu einem Vermeidungsverhalten führt. Parks werden gemieden, Plätze werden gemieden, das tägliche Leben wird kompliziert, der Stress ist hoch. Carsten Noack, Reisebegleiter für Heldinnen und Helden. Als Therapeut helfe ich Menschen mit Ängsten und Angststörungen. Ornithophobie in der Stadt. Ornithophobie im städtischen Umfeld stellt eine besondere Herausforderung dar, weil Vögel wie Tauben, Spatzen oder Krähen in Städten weit verbreitet sind. Dadurch können für Menschen mit Ornithophobie alltägliche Stresssituationen entstehen. Häufige Konfrontationen. In der Stadt ist die Wahrscheinlichkeit, Vögeln zu begegnen, besonders hoch, sei es in Parks, auf Plätzen oder auch in Wohngebieten. Und das kann für die Betroffenen bedeuten, dass sie sich häufiger in angstauslösenden Situationen befinden. Eingeschränkte Bewegungsfreiheit. Menschen mit Ornithophobie können versuchen, Orte zu meiden, an denen sich häufig Vögel aufhalten, was ihre Bewegungsfreiheit mehr und mehr einschränken kann. Und das kann den Weg zur Arbeit, den Besuch bestimmter Orte oder die Teilnahme an Veranstaltungen im Freien betreffen. Vermeidungsstrategien. Betroffene können komplexe Vermeidungsstrategien entwickeln, um den Kontakt mit Vögeln zu minimieren. Und das kann und wird den Alltag erschweren und zu spürbaren Beeinträchtigungen führen. Dazu gehören das Umplanen von Reiserouten, das Vermeiden bestimmter Verkehrsmittel wie Fahrräder, offene Busse, Straßenbahnen. Es wird weniger Zeit im Freien verbracht. Erhöhter Stress und Angst. Die ständige Sorge vor einer unerwarteten Begegnung mit Vögeln kann zu erhöhtem Stress und Angst führen, auch wenn es nicht zu einer direkten Konfrontation kommt. Soziale Komplikationen. Ornithophobie kann zu Unverständnis oder Spott seitens Außenstehender führen, was soziale Interaktionen und Beziehungen beeinträchtigen kann. Es fehlt einfach am Verständnis daran, wie auch. Wer nicht davon betroffen ist, wird das kaum verstehen. Die Angst, Angstsymptome in der Öffentlichkeit zu zeigen, kann dann ebenfalls zu zusätzlicher sozialer Isolation führen. Wozu ist dieses Wissen gut? Mögen solche Einblicke dabei helfen, besser zu verstehen, was bei Ornithophobie im städtischen Umfeld vor sich geht, und dass es eine sehr gute Idee ist, sich dem konstruktiv zu widmen. Das Leben ist einfach viel zu kostbar, um sich dem hinzugeben, um sich davon einschränken zu lassen. Wir sind dem nicht ausgeliefert. Für Menschen mit Ornithophobie, die in Städten leben, kann eine geeignete Therapie besonders wichtig sein, um wirksame Bewältigungsstrategien zu entwickeln, um sich zu lösen. Psychotherapie bzw. Hypnotherapie als eine Form der Psychotherapie kann dazu beitragen, die Angst zu verringern, indem Betroffene mental an die Anwesenheit von Vögeln in der Stadt gewöhnt werden und die Ursachen aufzulösen. Das Erlernen von Entspannungstechniken kann hilfreich dabei sein, um unmittelbare Angstreaktionen zu kontrollieren. Es lohnt sich, wenn wir unsere Erfahrungen teilen. Was,
funktioniert, was hat bisher nicht funktioniert. Machen wir uns Mut, Carsten Noack, gehen wir den Weg ein Stück gemeinsam, passen gut auf uns und jene auf, die uns am Herzen liegen.